Merhaba. Deutsche Verben Almanca Fiiller bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde yine ofiste çalışırken gerçekleştirilen fiillerden öğreneceğiz. Bu fiillerimiz drucken, dokumentieren, teilnehmen, sich bewerben, ablegen fiilleridir. Fiillerimize geçmeden önce Almanca'da bulunan altı zamanı kısaca bir hatırlayalım. Präsens, şimdiki zaman ve geniş zamanda kullanılmaktadır. Präteritum, şimdiki zamanın hikayesini anlatmak için kullanılır. Bu zaman yazı dilinde, radyo, TV, kitap, makale vesairede kullanılmaktadır. Perfekt, dili geçmiş zaman, daha çok konuşma dilinde kullanılan geçmiş zamandır. Futur 1, gelecek zaman için kullanılmaktadır. Önceden planlanmamış, gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan durumlarda, isteklerden ve tahminlerden söz edilirken kullanılır. Futur 2, gelecekte bitmişlik zamanı diyebiliriz bu zamana. Yani bir işin belirlenmiş gelecek zaman diliminde bitmiş olması gerektiğini anlatan bir zaman kalıbıdır. Plusquamperfekt, mişli geçmiş zaman veya geçmişin geçmişi olarak düşünebiliriz bu zamanı. Yani geçmişte iki olay oluyor fakat bir olay diğer olaydan daha önce gerçekleşiyor. İlk fiilimiz drucken. Yazdırmak, basmak, bastırmak anlamına geliyor. Präsens, ich drucke. Ben yazdırıyorum. Ich drucke. Ich drucke. Präteritum, ich druckte. Ben yazdırıyordum, yazdırdım. Ich druckte. Ich druckte. Perfekt. Ich habe gedruckt. Ben yazdırdım. Ich habe gedruckt. Ich habe gedruckt. Tekrar edelim. Ich drucke. Ich drucke. Ich druckte. Ich druckte. Ich habe gedruckt. Ich habe gedruckt. Futur 1. Ich werde drucken. Ben yazdıracağım. Ich werde drucken. Ich werde drucken. Futur 2. Ich werde gedruckt haben. Ben yazdırmış olacağım. Ich werde gedruckt haben. Ich werde gedruckt haben. Plusquamperfekt. Ich hatte gedruckt. Ben yazdırmıştım. Ich hatte gedruckt. Ich hatte gedruckt. Tekrar edelim. Ich werde drucken. Ich werde drucken. Ich werde gedruckt haben. Ich werde gedruckt haben. Ich hatte gedruckt. Ich hatte gedruckt. Örnek cümlemize geçelim. Der Verlag hatte bisher nur Lehrbücher gedruckt. Er wird ab diesem Monat auch Zeitschriften drucken. Yayın evi şimdiye kadar sadece eğitim kitapları basıyordu. Bu aydan itibaren dergi de basacak. Tekrar edelim. Der Verlag hatte bisher nur Lehrbücher gedruckt. Er wird ab diesem Monat auch Zeitschriften drucken. Der Verlag hatte bisher nur Lehrbücher gedruckt. Er wird ab diesem Monat auch Zeitschriften drucken. Diğer bir örnek cümlemize geçelim. Kannst du bitte alle Seiten auch für mich drucken? Tüm sayfaları benim için de yazdırabilir misin lütfen? Tekrar edelim.
Kannst du bitte alle Seiten auch für mich drucken? Kannst du bitte alle Seiten auch für mich drucken? Diğer bir fiilimiz dokumentieren, belgelemek anlamına geliyor. Präsens, ich dokumentiere, ben belgeliyorum. Ich dokumentiere. Ich dokumentiere. Präteritum, ich dokumentierte. Ben belgeliyordum, belgeledim. Ich dokumentierte. Ich dokumentierte. Perfekt, ich habe dokumentiert. Ben belgeledim. Ich habe dokumentiert. Ich habe dokumentiert. Tekrar edelim. Ich dokumentiere. Ich dokumentiere. Ich dokumentierte. Ich dokumentierte. Ich habe dokumentiert. Ich habe dokumentiert. Futur bir, ich werde dokumentieren. Ben belgeleyeceğim. Ich werde dokumentieren. Ich werde dokumentieren. Futur iki, ich werde dokumentiert haben. Ben belgelemiş olacağım. Ich werde dokumentiert haben. Ich werde dokumentiert haben. Plusquamperfekt, ich hatte dokumentiert. Ben belgelemiştim. Ich hatte dokumentiert. Ich hatte dokumentiert. Tekrar edelim. Ich werde dokumentieren. Ich werde dokumentieren. Ich werde dokumentiert haben. Ich werde dokumentiert haben. Ich hatte dokumentiert. Ich hatte dokumentiert. Cümlemize geçelim. Um seine Sprachkenntnisse dokumentieren zu können, muss man zuerst eine Prüfung bestehen. Dil bilginizi belgelemek için önce bir sınavı geçmeniz gerekir. Tekrar edelim. Um seine Sprachkenntnisse dokumentieren zu können, muss man zuerst eine Prüfung bestehen. Um seine Sprachkenntnisse dokumentieren zu können, muss man zuerst eine Prüfung bestehen. Diğer bir fiilimiz teilnehmen, katılmak, katılımcı olmak anlamına geliyor. Teilnehmen düzensiz bir fiildir. Präsens, ich nehme teil. Ben katılıyorum. Ich nehme teil. Ich nehme teil. Präteritum, ich nahm teil. Ben katılıyordum, katıldım. Ich nahm teil. Ich nahm teil. Perfekt, ich habe teilgenommen. Ben katıldım. Ich habe teilgenommen. Ich habe teilgenommen. Tekrar edelim. Ich nehme teil. Ich nehme teil. Ich nahm teil. Ich nahm teil. Ich habe teilgenommen. Ich habe teilgenommen. Futur bir, ich werde teilnehmen. Ben katılacağım. Ich werde teilnehmen. Ich werde teilnehmen. Futur iki, ich werde teilgenommen haben. Ben katılmış olacağım. Ich werde teilgenommen haben. Ich werde teilgenommen haben. Plusquamperfekt, ich hatte teilgenommen.
Ben katılmıştım. Ich hatte teilgenommen. Ich hatte teilgenommen. Tekrar edelim. Ich werde teilnehmen. Ich werde teilnehmen. Ich werde teilgenommen haben. Ich werde teilgenommen haben. Ich hatte teilgenommen. Ich hatte teilgenommen. Örnek cümlemize geçelim. Nahm gestern den ganzen Tag lang an einer Videokonferenz teil. Dün bütün gün bir Videokonferansa katıldı. Tekrar edelim. Nahm gestern den ganzen Tag lang an einer Videokonferenz teil. Nahm gestern den ganzen Tag lang an einer Videokonferenz teil. Diğer bir örnek cümlemize geçelim. Soweit ich weiß, werden alle Freunde und Verwandten an der Geburtstagsfeier teilnehmen. Bildiğim kadarıyla tüm arkadaşlar ve akrabalar doğum günü kutlamasına katılacaklar. Tekrar edelim. Soweit ich weiß, werden alle Freunde und Verwandten an der Geburtstagsfeier teilnehmen. Soweit ich weiß, werden alle Freunde und Verwandten an der Geburtstagsfeier teilnehmen. Diğer bir fiilimiz sich bewerben. Talip olmak, başvurmak anlamına geliyor. Sich bewerben refleksif ve düzensiz bir fiildir. Präsens, ich bewerbe mich. Ben başvuruyorum. Ich bewerbe mich. Ich bewerbe mich. Präteritum, ich bewarb mich. Ben başvuruyordum, başvurdum. Ich bewarb mich. Ich bewarb mich. Perfekt, ich habe mich beworben. Ben başvurdum. Ich habe mich beworben. Ich habe mich beworben. Tekrar edelim. Ich bewerbe mich. Ich bewerbe mich. Ich bewarb mich. Ich bewarb mich. Ich habe mich beworben. Ich habe mich beworben. Futur bir. Ich werde mich bewerben. Ben başvuracağım. Ich werde mich bewerben. Ich werde mich bewerben. Futur 2. Ich werde mich beworben haben. Ben başvurmuş olacağım. Ich werde mich beworben haben. Ich werde mich beworben haben. Plusquamperfekt. Ich hatte mich beworben. Ben başvurmuştum. Ich hatte mich beworben. Ich hatte mich beworben. Tekrar edelim. Ich werde mich bewerben. Ich werde mich bewerben. Ich werde mich beworben haben. Ich werde mich beworben haben. Ich hatte mich beworben. Ich hatte mich beworben. Örnek cümlemize geçelim. Bewarb sich als Englischlehrer an einer Privatschule. Özel bir okulda İngilizce öğretmeni olmak için başvurdu. Tekrar edelim. Bewarb sich als Englischlehrer an einer Privatschule. Bewarb sich als Englischlehrer an einer Privatschule. Diğer bir fiilimiz ablegen. Dosyaya kaldırmak, dosyalamak, bir şeyi bırakmak anlamına geliyor. Präsens, ich lege ab. Ben bırakıyorum. Ich lege ab. Ich lege ab. Präteritum, ich legte ab. Ben bırakıyordum, bıraktım. Ich legte ab.
Ich legte ab. Perfekt. Ich habe abgelegt. Ben bıraktım. Ich habe abgelegt. Ich habe abgelegt. Tekrar edelim. Ich lege ab. Ich lege ab. Ich legte ab. Ich legte ab. Ich habe abgelegt. Ich habe abgelegt. Futur bir. Ich werde ablegen. Ben bırakacağım. Ich werde ablegen. Ich werde ablegen. Futur iki. Ich werde abgelegt haben. Ben bırakmış olacağım. Ich werde abgelegt haben. Ich werde abgelegt haben. Plusquamperfekt. Ich hatte abgelegt. Ben bırakmıştım. Ich hatte abgelegt. Ich hatte abgelegt. Tekrar edelim. Ich werde ablegen. Ich werde ablegen. Ich werde abgelegt haben. Ich werde abgelegt haben. Ich hatte abgelegt. Ich hatte abgelegt. Cümlemize geçelim. Ich lege die Dokumente im Ordner ab, um etwas Ordnung auf dem Schreibtisch zu bekommen. Masanın üzerinde biraz düzen sağlamak için evrakları dosyaya kaldırıyorum. Tekrar edelim. Ich lege die Dokumente im Ordner ab, um etwas Ordnung auf dem Schreibtisch zu bekommen. Ich lege die Dokumente im Ordner ab, um etwas Ordnung auf dem Schreibtisch zu bekommen. Dersimizde drucken, dokumentieren, teilnehmen, sich bewerben, ablegen fiillerini öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.